Hallo Afobs, willkommen im Loppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Wir haben gerade einen Bartosch gebeten, ob er mal Hallo sagt, er wollte nicht. Nächstes Jahr hat er gesagt, wir haben Anfang Januar. Das ist ganz schön traurig, oder? Ja. Aber zurück zum Thema. Wir kriegen ihn. Du hast gebaut. Ich habe mich mal richtig ausgelassen, habe diesmal einfach gedacht, ich baue mal vier Sets. Vier Sets. Und er hat sich die größten Sets, die Kobi momentan am Start hat, ausgesucht. Und trotz der Größe war ich in 30 Minuten fertig mit den vier Sets. Mit vier Sets. Also ihr könnt gespannt sein. Das Set legt schon mal gut vor. Es hat nämlich 50 Teile inklusive einer Minifigur. Aber ich fand das richtig cool. Den wollte ich auf jeden Fall bauen. Ja. Ein Motorrad. Das weckt Erinnerungen an Indiana Jones 3 so ungefähr. Im Minifigurenmaßstab. Ja. Wirklich, ne? Genau. Mit einer schönen Palme hier drauf. So das Afrika-Chor hier. Guck hier, ist ein Palmensymbol. Ich glaube, das ist das Symbol des Afrika-Chors. Das kann sein. Aber auch schön in beige. Warum Chor? Haben die gesungen? K-O-R-P-S, nicht so. C-H-O-R. Okay, aber ja, Chorgeist. Ja, ach, der ja. Micha, der ist auch blöd. Also eine BMW R75 Kästchen. Sahara. Ich habe hier ein Kästchen. Jawohl. Ein Motorrad mit Beiwagen. Produziert 1941 bis 1946. Es wurden insgesamt 16.925 Stück produziert und keine weniger. Was ich rattenscharf daran fand, an dem Set, war diese Brille. Diese Brille, die ist aus so einem gummiartigen. Die ist. Kanntest du das oder hast du das hier gesehen? Nee, kannte ich nicht. Habe ich vorhin nur, weil ich die draufgesetzt habe und der Helm abfiel. Gesehen. Also die Brille, das ist natürlich so schwer anzufangen, vielleicht so, ist. Ja, so ein Gummi, ein Gummiring mit also ich finde es eine Brille. Ja, finde ich auch gut. Und das kannst du dem jungen Mann, der da drüber sitzt? Genau. Dann sieht er aus ohne Kopfbedeckung. Dann kriegt er noch sein Helmchen. Und dann kriegt er noch den Helm. Also ich finde das. Helm bedruckt auf der einen Seite. Ich finde das richtig cool. Wenn ich das Ding nur hinstellen könnte. So. Also wir haben hier in diesem kleinen Set auch mehrere bedruckte Teile. Wir haben hier vorne die Palme. Ja. Wir haben hier sonst nichts. Ein Spezialteil für den Tank. Wo war denn noch bedruckt? Wir haben die bedruckte Brille. Auf dieses gummiartige Material bedruckt. Auf der Kurve ist auch gar nicht einfach. Und wir haben natürlich den bedruckten Körper. Ey, dem ist die Brille runtergerutscht. Verdammt. Sieht aber auch gut aus. Und wir haben eine schicke, umfangreiche Bauanleitung mit einer Menge Bauschritten. Wir haben 18 Bauschritte. Ja. Und wir haben so eine Setcard aus diesem, ich habe es mittlerweile recherchiert, Miniaturen-Tabletop-Spiel von Kobi. Ja, zum Teil liegen sie ja bei und bei da waren sie jetzt... Leider jetzt halt hier keine fesche Pappkarte, die beiliegt, sondern eine Seite, die man sich hier heraustrennen kann, wenn man das Marco, will. Marco, wann spielen wir denn endlich? Mit den Werten. Jetzt, wo wir insgesamt 6 Sets mit solchen Karten haben, können wir demnächst mal loslegen? Müssen wir das bald mal machen. Jawohl. Habt ihr Lust drauf? Wollt ihr mal sehen, wie wir gegeneinander, miteinander... Ach, mit du machst mich doch fertig, du hast wieder viel zu viel Ahnung. Sets spielen, wir probieren das mal. Okay. Ich fasse mal kurz dieses riesige Set zusammen. Die Setnummer 2397, 50 Teile, eine Minifigur, Preis knapp 9 Euro. 9 mal 5,5 mal 5 Zentimeter. Baukomplexität? Ja, ist einfach kindergerecht. Kinder. Also ich finde, das gehört doch in jedes Militärdiorama. Das, so ein Thema, Ding, oder? Das Thema finde ich persönlich nicht kindgerecht. Da bin ich halt so, wie ich bin. Aber Aufbau ist kinderleicht. Auf jeden Fall. Das ist, hier ist auch nichts Spezielles. Die haben so ein paar... Ja, Bautechnik, damit man hier so ein bisschen noch die Form noch hinkriegt. Also hier bist du mit Hinges und Dings und Bums-Dings. Ist auf jeden Fall schnieke gebaut. War auf jeden Fall wirklich toll. Ein kleines Teil. Und jetzt machen wir mal weiter. Machen wir mal mit dieser kleineren von deinen beiden Kanonen weiter. Ich hab Geschütz gebaut. Ich war ein Geschützbauer. Aha. Schau mal hier. Das ist das 3,7 cm Pack 36 Geschütz. Ja. Eine Panzerabwehrkanone. Ach, Pack, Panzerabwehrkanone. Ja, ich glaube ja. Mannequin? Mit einem Mannequin. Teile hatte ich auch. Teile hattest du auch. 55. Ich habe mich ja langsam nach oben gearbeitet. Wir werden immer größer. Bald sind wir bei der Titanic. Es sind nicht mehr 50, es sind schon 55 Teile. Ein kleines Geschütz.
eine ja, Anti-Tank-Gun, ein Panzerabwehr. Der hat jetzt dieselben Farben auf dem Helm wie der, der Beige. Ja, aber halt nicht halt das Afrika-Korps, nee, sondern die normale Wehrmachtsuniform. Deutsch. Vermute ich. Ja, auch deutsch. Das ist ein deutsches Motorrad und das ist ein deutsches Panzerabwehrgeschütz. Anti-Tank-Gun, also ein Panzerabwehrgeschütz. Genau. Hast du gut gemacht. Ebenfalls mit so einer Spielkarte, die wieder hinten in der Anleitung drin ist. Jawohl. Hier, Tabletop, Table Point, Card. Mit Werten, da sind irgendwelche Werte für Angriff und so und irgendein Panzerungswert von vorne, von der Seite, von hinten. Wir werden es mal austesten. Vorne steht jetzt auch drauf, ich glaube, das sind meine neuen Sätze immer so, Bad Printed, no Sticker. Ja, Bad Printed, genau. Was? Bad Printed. Jetzt, also, wo du sagst. Ja, Bad Printed, klingt irgendwie schlecht. Hier steht es auch, dieses Logo, Bad Printed, das möchte ich häufiger sehen. Ja. Das möchte ich irgendwann beispielsweise bei der Concorde und bei der Tippet sehen, wobei das dann sehr viele bedruckte Teile werden. Egal. Also, die Dinge stehen irgendwo im Feld rum. Und dann steht eine hinten dran und... Diese Teile kann man quasi als Anhänger an so ein Halbkettenfahrzeug... Sowas habe ich bei Bluebricks schon mal gesehen. Wie dieses hier dranhängen beispielsweise. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das hier miteinander verbinden kann, aber früher sind die so gefahren worden und wurden dann an Ort und Stelle aufgestellt und dann wurde... gefeuert. Dann, das heißt also, die Dinge sind nicht die da, dass man die schieben kann wie ein Schubkarren. Die ganz kleinen waren wohl leicht genug, dass das streckenweise ging. Die größeren waren dafür da halt zu schwer. Weißt du überhaupt, was ein Schubkarren ist? Ja. Also sagst du bestimmt Schubkarre, oder? Nee? Ich weiß, was ein Schubkarren ist. Schubkarren? Ja. Schubkarren. Ich habe einige Tonnen Kies hinter unsere Garage geschafft mit Schubkarren. Ja, wir haben gebaut. Hast schon einiges hinter der Garage verbuddelt. Ja, genau. Ja, ich habe gesagt, bevor meine Tochter in der Pubertät ist, brauchen wir ein Haus mit großem Grundstück. Das stimmt. Du brauchst ein Haus mit großem Am Wald und so. Ja, nee, ich dachte eher so für die Jungs. Ist egal. Lass uns weitermachen, bevor ich mich hier verplappere. So, das Set 23, könntest du das mal so schreiben, dass ich lesen kann? Gib mir mal die Kiste. 23,96. Mit 55 Teile, mit einer Minifigur, 9 Euro. Und Länge ist 13 cm, die Breite sind 5,5. Und die Höhe, ja, mit dem Schild halt, sind wir bei 6. Also 5,5, wenn man das jetzt nicht so ausbreitet, sondern hier so in der Transportkonfiguration. So, ja, die Radbreite, oder? Die Radbreite, ne? Genau. Die und Radbreite. Auch das ist wirklich ganz, 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 ganz bequemes Bauen. Ja, also auch kinderleicht zu bauen. Ja, also wenn es bei 50 Teile anfängt, schwierig zu werden, das wäre dann natürlich auch schon, das wäre nicht gut, ne? Ja. Das wäre nicht gut. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal mit dir weitermachen, weil du auch so ein zweites Panzerabwehrgeschütz eines größeren Kalibers hast. Dann schneid doch mal das zur Seite, wenn du das so sagst. Ebenfalls dann machen wir das auch ein Wehrmachtsgeschütz. Boah, dann kannst du, das ist ja, damit, das ist ja zum Spielen. Ja. Da ist es. Und ein Kollege dabei. Und ein Kollege dabei. Der Kollege hat jetzt aber eine ganz andere Mütze und hat auch keine Fahne. Keine Fahne-Flagge ist auf dem Hut. Ein Wehrmachtssoldat und das ist eine 7,5 cm Panzerabwehrkanone 40. PAK 40. 1942 bis 1945 und das war, glaube ich, ab Kriegsbeginn. Die andere war bereits in Gebrauch. Hast du eigentlich gesehen, dass ich hier 83 Steine verbauen musste? 83 Steine. Da wird es schon wir wieder mehr. Wir sind kurz vor der Titanic. Und er hat ein Projektil dabei. Ich hätte jetzt gesagt, eine Patrone. Ja. Also bei 7,5 cm Durchmesser würde ich schon Projektil sagen und nicht mehr Patrone. Entschuldigung. Wie gesagt, wie ihr da draußen auch wisst, ich habe keine Ahnung. Und mich interessiert es nicht. Ich baue nur. Du da habe ich Spaß dabei. Und du hast Spaß beim Bauen gehabt. Und du hast ein schönes Geschütz in diesem Kobi-Anthrazit gebaut. Das ist ja nicht Dark Bluish Grey. Das ist zwischen Dark Bluish Grey und Schwarz noch so dazwischen gemogelt. So ganz, so ein Very Dark Bluish also Grey. Ist denn das hier Light Grey? Das ist Kobi Light Bluish Grey. Wir haben ja mal festgestellt, dass es vom Farbton her ein bisschen kälter ist als das. Gut, dann also weg damit. Du bist so nur cold Kobi Light Bluish Grey. Und du bist Kobi Dark. Ein Light Very Bluish Grey. Dark Hellschwarz. Hellschwarz, ja, genau. Auch eine Panzerabwehrkanone, ja. Auch zum Transport am Fahrzeug dran.
ebenfalls mit so einem Schutzschild, um ein wenig Deckung für die Geschützbedienung. Margo, noch mal kurze haben. Frage. Vielleicht habe ich vorhin nicht aufgepasst. Diese 40, also das war jetzt Pack 36, das ist Pack 40, das bedeutet, was bedeutet das? Weißt du das? Ich glaube tatsächlich, es hat was mit der Rohrlänge zu tun. Es hat was mit der Rohrlänge im Vergleich zum Kaliber zu tun. Das ist quasi 40 mal Kaliber und das ist 36 mal Kaliber. Und je länger das Rohr, desto... Oh, ich habe es mal gelesen bei den verschiedenen Versionen, das Panzer 2, Panzer 3, Panzer 4, aber ich habe es... Egal, selbst wenn es falsch war, hast du mehr gewusst als ich. Ja, gefährliches Halbwissen. Aber das ist doch nochmal cool. Mit Gummirede. Ja, wir könnten die Dinger eigentlich auch mal umdrehen. Wir zeigen die immer nur von vorne. Die haben ja auch eine Rückseite, so eine Bedienungsseite. Ist das auch? Jetzt frage ich schon wieder blöd. Ist das auch Deutsch? Auch Deutsch? Ja, das ist auch Deutsch. Das ist später in Dienst gestellt worden. Haben denn nur wir solche tollen Sachen gehabt? Die anderen hatten auch tolle Sachen. Ich habe hier noch was von den anderen. Ah, okay. Die anderen hatten auch tolle Sachen. Aber zumindest hier in Deutschland interessiert man sich am meisten für die. Ja, aber die kommen doch aus unserem Nachbarland. Ja. Genau. Kleineres Kaliber, größeres Kaliber. Mhm. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs wurden immer neue Panzer entwickelt. Dieser Panzer II, mit dem der quasi zu Beginn des Zweiten Weltkriegs bei der Wehrmacht halt weit verbreitet war, da stellte man schnell fest, oh, der ist zu schlecht gepanzert, das Kaliber ist zu klein, deswegen wurde diese PAK, diese Panzerabwehrkanone, das Panzer II, auch eher Panzerabwehr-Anklopfkanone genannt, weil man damit die Panzerung feindlicher Panzer kaum durchschlagen konnte. Es gab größere Kaliber, auch für diese Geschütze dann. Und das wurde halt nach dem entwickelt. Ich bin immer wieder beeindruckt. Darf ich Vicky Margo sagen? Ich muss das für diese Videos recherchieren. Ich wusste das vorher alles auch nicht. Bauanleitungen bei dem Ding zum Beispiel 20 Bauabschnitte. Das klang jetzt eben nach Bauernleitung. Das klingt auch interessant. Bauernleitung. 20 Bauabschnitte. Entschuldigung. 20, es wird immer länger. Es sind ja auch schon 83 Teile. Krass. Ja. Aber das lässt sich schön durcharbeiten. Das ist gut. Hat Urlaub dafür gereicht. Und hinten auch wieder so eine Karte, ja, die auch wieder drin ist. Ist es eigentlich schlecht, wenn wir die jedes Mal zeigen? Und die kann man sich doch abkopieren so durchs Bild. Und dann hat man da schon sämtliche Spielfeatures. Ich sag mal, bei einem 9-Euro-Modell mit so coolen Teilen, klar kann man. Es mag auch Leute geben, die sich früher, anstatt Warhammer-Figuren zu kaufen, irgendwelche Lego-Figuren genommen haben und die Regeln halt aus dem Armeebuch sich geholt haben und damit auch gespielt. Kann man machen. Ich habe hier von Kobi die 2398, die 7,5 cm Pack 40, Panzerabwehrkanone. Mit einer Minifigur, 9 Euro und eine Länge von 21 cm. Das ist schon ganz schön lang, ne? Ja. 7 cm breit und 5 cm hoch. Ja. Auch hier bin ich wie ein großes Kind durchs Bauen durchgekommen. Hervorragend. Super. Dann habe ich jetzt noch ein viertes Modell und das ist nicht das größte. Jetzt gehen wir runter auf 72 Teile. Aber es ist das größte Kaliber. Eine 122 mm Haubitze. Meine Oma hat auch früher gesagt, wenn ich Blödsinn gemacht habe, du hast vielleicht ein Kaliber. Ja, genau. Das war auch schon so. Und dies ist ein sowjetisches Modell, ein russisches Modell. Steht da zumindest hinten drauf. Ah ja. Ja. 1939 in Betrieb, also benutzt worden. Und das ist ein Medium Haubitze. Eine mittlere Haubitze. Genau, hier haben wir auch den roten Stern quasi auf der Karte. Hm? Ah ja, und die anderen? Während wir bei der anderen Karte wahrscheinlich jeweils dieses Balkenkreuz. Ah ja. Genau, dieses Kreuz da haben. So hier. Zeigt dann wahrscheinlich die Armeezugehörigkeit an. Nicht schlecht. Es gibt verschiedene Teams. Hier gibt es auch Werte. Logisch. Wir haben eine kleine Anleitung mit 15 Bauschritten. Eieieiei. Und die hat halt ein Kaliber von 12,2 Zentimetern. Ne? Ja, auch also ein großes Teil. Der hat jetzt ein wesentlich dickeres Rohr. Ja, der macht größeren Bums. Der müsste auch in Spielwerten quasi mehr Schaden anrichten, wenn er denn schießt. Wenn? Ja. Aber was ich wirklich gut finde, die sind ja wirklich nicht, da sagt man, okay, geschützt, da machen wir überall dieselben Räder drauf oder sowas. Die haben alle drei verschiedene Gummis.
Ja. Verschiedene Reifenstärke, Breite. Ja, und die Felgen sehen unterschiedlich aus. Ich meine, das sind jetzt, glaube ich, sind das die gleichen? Nee, auch nicht. Das sind unterschiedliche Felgen. Ja, man hat es nicht einfach leicht gemacht, sagt, komm, hier, da machen wir jetzt Räder drauf, sondern das ist gut. Diese Historical Collection, die möchte ja möglichst nah am Original sein. Mhm. Hat dann auch immer so ein Foto hinten drauf, wie das damals aussah. Und ich glaube, was diese Vorbildgetreue angeht, ist Kobi da sehr gut dabei. Das machen die gut. Ja. Also, prima. Wir haben 4 riesige Kobi-Modelle. Ich würde auch gerne noch über irgendwas Spezielles reden, was die Bauweise betrifft, aber bei den kleinen Sets. Aber ich fasse erstmal die Haubitze noch zusammen, schwierig. Oder? Die kleine Haubitze. Das ist jetzt die Set Nummer 2395. 72 Teile, eine Minifigur, auch Preis knapp 9 Euro. 14 cm lang, 4 cm breit, 5 cm hoch. 4 kleine Sets. Aber das ist am Ende jeweils für kleines Geld. Am Ende doch ein Haufen Spielspaß. Ja, und Spielspaß haben wir damit dann demnächst auch mal, weil wir jetzt 4 weitere Dinge haben, zusammen mit dem. Ja, und den Leo, den ich gebaut habe, und die Maus. Nee, den Leo auf jeden Fall. Hat der Leo so eine Karte? Der Leo 2? Der da? Ist doch auch aus der Historical Collection. Ja, aber das ist ein moderner Kampfpanzer. Also ich glaube, wenn du einen modernen Kampfpanzer... So. Also das ist nicht wirklich fair. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der eine Karte hat. Die alten Sets haben auch keine Karte. Und ob jetzt diese Maus aus der World of Tanks Serie eine Karte hat, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Also wir müssen uns die Sets mal anschauen und wir müssen das auch in die Produktbeschreibung reinschreiben, welche Sets so eine Karte jetzt haben und welche. Wir schauen mal, was sich da zusammen... Genau. Wir erkunden neue Kobi-Welten und diesmal 4 kleine und süße Sets, die neu bei uns eingetroffen sind. Ich freue mich schon drauf, wenn du demnächst sagst, du lass uns mal im Noppenstein-Studio eine Runde zocken. Ja. Wobei ich ja. Dann packe ich meine Karten aus. Ich fände es ja noch cooler, wenn die Schiffsmodelle von Kobi, die Schlachtschiffe und so, solche Karten hätten, die ein bisschen komplexer sind. Und dann mietet man sich eine Fabrikhalle an. Und ruft dann so per Funkgerät, ich bin jetzt im Planquadrat, bla bla bla, Marco, ich feuere Breitzer. Jetzt ist es mal gut. Wir wollen hier auf dem kleinen Tischchen ein kleines Szenario spielen und du willst jetzt irgendwelche Hallen mieten. ist ja gut. Und das Schöne ist, wenn wir Gelände haben will, soll man sich welches bauen. Auch das können wir machen. Oder wir haben ja auch einige Geländeteile, so Dioramen und so, eine Ruine und... Dioramen wollten wir auch schon lange mal bauen. Ja, was wir alles wollen. Wahnsinn. Wir haben noch keine Zeit. Das letzte Diorama, was ich gebaut habe, das war mit Klaus zusammen, hier auf dem Tisch, mit unserem Landungsboot. Stimmt. Ganz am Anfang, da waren wir noch. Das ist lang her, ja. Gut, für heute war es das aber schon aus dem Noppensteine-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Ne, niemals. Deswegen gibt es beim nächsten Mal noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Genau, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Hut. Also nochmal darauf zurückzukommen, mein Lieblingsteil bei diesen 4 Sets war die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille, die fand ich Fliegerbrille, Fahrradbrille. Weißt du, nicht weil sie schon drauf war, um den Kopf vielleicht schon fest am Kopf war, sondern die hat einzeln beigelegen. Ja. Das heißt, du kannst jederzeit jedem so eine abgefahrene Sonnenbrille anziehen.